Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre mit irgendeiner Maschine von Mind Factory Reloaded. Ja, das auf jeden Fall. Bloß, ich habe so ein ganz, ganz böses Gefühl. Nicht nur du. Weil ich weiß, glaube ich, welche Maschine das schon ist. Jop. Okay. Wir brauchen noch eine Maschine von Mind Factory Reloaded. Yay. Und jetzt rate mal welche. Keine Ahnung. Wir brauchen das Slaughterhouse. Bedeutet? Das bedeutet im Klartext, Dosh und Crazy dürfen jetzt Kühe züchten. Nett. Wo ist das Safari nett? Moment. Pferd kann hier nirgendwo. Weiß was. Pferd kann hier nirgendwo sterben. Es kann hier sterben. Boden. Da an der Seite runterfallen. Das ist jetzt bei der Etage vom Fusionsreaktor, das ist zwei breit. Wo bist du? Dann mach ich ein. Ich habe auf jeden Fall schon mal Kühe da drüben gefunden, wo wir eben das Ritual machen wollten. Also machen wir ja noch ein Safari nicht. Ich habe schon zwei. Okay. Weißt du eigentlich? Machen wir mal wieder im Nether Glowstone und farmen. Du glaubst gar nicht, was ich zuerst wieder gefunden habe. Was? Ein Ghast. Ich komme durchs Portal. Oh, direkt vor mir. Hammer nice. Okay, ich habe zwei Kühe. Bin ich da? I follow you. Muss schneller werden. Kann es sein, dass ich gleich weg bin, ne? Warum? Hier hagelt das Blitzer runter. Oh, ich hab da mal gerade was bei dir gehört. Es ist abnormal. Weiß, was ich sagen würde. Hier ist noch frei, ne? Oh ja. Wollen wir hier dann die Kuhherde machen? Ey, ich hab meine Spitzhacke geupgradet. Auf Verdeiht. Nee. Hast du jetzt so sehr gelevelt, dass er eigentlich Kobalt-Level ist, oder was? Nee, ich habe noch mehr Haze draufgepackt. Und Lack. Ja, ich glaube, Lack braucht man ganz ehrlich nicht mehr. Ja, die hat jetzt Mining Speed von 14. Obwohl, stopp, warte mal. Das muss hier zu. Mach mal hier noch so. Kannst du dann hier den Raum so ein bisschen ausheben, dass sie hier nicht hinkommen können? Mach dann hier noch so ein bisschen dicht. Klar, mache ich. Und halt nicht ausleuchten, nicht vergessen. Achso, hast du schon mal runtergeschaut, was der meine unten angerichtet hat mit dem Red Granit? Ich glaube, ich würde es irgendwie gar nicht erst wissen. Willst du echt nicht wissen? Das ist heftig. Das ist eine neue Mob-Spawn-Area. What the hell? Oh mein Gott. Da hätten wir lange Red Granit farmen können. Also Baker Street, wer wird Granit braucht hier, bitteschön. Wir haben nicht genug. Ich habe jetzt alles ins AE getan, ne? Okay, Christian? Ja. Komm rüber, es wird Nacht. Warte. Bin auf dem Weg. Hast du auch irgendwas mit Silk Touch? Weil da kriegen wir nochmal schon. Obwohl, brauchen wir eigentlich noch diese Cursed Earth? Ich hab nichts mit Silk Touch. Ja, brauchen wir eigentlich die Cursed Earth, meinte ich jetzt. Keine Ahnung, glaub nicht. Weil die Cursed Earth darauf spawnen ja sehr gut Monster und ich glaube, ganz ehrlich. Weißt du was, da dauert ja noch einen Moment, bis Mitternacht ist und ich würde sagen,
Ich cutte das einfach mal ganz schnell. Bis gleich. So, wir haben dann mal gerade gewartet und wir nähern uns der Mitternacht. So, das Division-Siegel wird aufleuchten, wenn es Mitternacht ist. Und wir brauchen dann halt ein Opfer. Zum Beispiel den hier? Nee, ich glaube, das muss ein Tier sein. Okay, es leuchtet. Dann Schaf. Perform the sacrifice. Und das Division-Siegel ist aktiviert. Alter! Und ich glaube, wir können jetzt auch abhauen, weil die Cursed Earth brauchen wir nicht wirklich, oder? Obwohl, so ein bisschen nehme ich mal mit. Schau mal mein Leben an. Alter. Wie viele Mobs spawnen drauf? Da spawnen dauerhaft Mobs drauf. Okay. Auch am Tag? Am Tag ist sie, verbrennt die Erde. Ein Glück. Bist du zurück? Ja, ja. Ich glaube, die Cursed Earth brauchen wir dann doch nicht. So. Da wir jetzt die Unstable Ingots haben, noch nicht die Unstable Ingots, aber wir können sie machen. Das Division Siegel ist aktiviert. So, Christian. Ich möchte gerne wieder mal etwas regenerieren. Ja, ist kein Problem. Ich tue das Division Siegel dann erstmal ins AE, ne? Okay. In der Zeit baue ich schon mal ins Slaughterhaus. Das Slaughterhaus, da. Wir brauchen noch eine Redstone Reception Coil. Dann brauchen wir einen Machine Frame, den wir nicht aus Stahl machen, sondern aus Eisen. Ich glaube, Christian weiß schon, wieso ich dazu gefragt habe. Ja. Okay, mach mal die Platten. Hier, wenn du sowas Schnelles machst, das immer hier schnell mit dem Hammer. Gut. Jetzt, wie gesagt, wir brauchen zwei Schwerter. Eins, zwei. Zwei Invar-Äxte. Eins, zwei. Und ein Invar-Gear. Und dann sollten wir jetzt alles haben. Sehr schön. Wir haben ein Slaughterhaus. Das Slaughterhaus. Können wir schon mal hier anschließen, oder? Ja. Also, ich bin bereit. Warte. Wir bereiten da schon noch alles vor. Also, wir wollen jetzt auch nicht, dass du dauerhaft stirbst. Slaughterhaus habe ich mal angestellt. So. Hast du ein Crafting Table? Ja, habe ich hier in der Hand. Siegel? Nee, haben wir noch nicht. Ich hab's rausgeholt. Wir machen es lieber oben, oder? Ja, ja. Ich würde sogar wirklich dafür vorher nochmal schlafen gehen. Ich habe ein Stack Eisen und Dias. Hast du Cobblestones? Ja. Ich habe noch einen. Ich hab die alle. Ich habe nochmal 40 halber einen halben Stack mitgenommen. So, jetzt sieht man auch mal gerade richtig schön, wie hier die Cursed Earth anfängt zu brennen. Wieder da hinten? Ja, ja, würde ich sagen, mach mal da, oder? Ja, okay. Den Enchanting Table nehme ich mir aber nochmal mit. War wegen weiter weg, oder? Ich habe nur zwei von der Cursed Earth mitgenommen. Okay. Obwohl ich mir viel mit. So, hast du eine Truhe? Warte mal, wir machen es hier oben. Wo bist du? Hier, auf der anderen Seite hinter dir. Okay. Eine Truhe habe ich nicht. Wolltest du eventuell ein paar Sachen von mir nehmen? Ja. Warte mal kurz. Juhu, es hagelt. LOL. Wir haben bereits den 4.8.2014 und bei dir bei Hagels.
Und zwar sind es keine Tischtennisbälle, sondern Tennisbälle große Hagelkörner. Ach du Kacke. Ja, warte mal. Ich geh mal schnell nach Hause. Das mal. Wunder dich nicht, was ich dabei habe. Ja. Ja, okay. Auf alles andere kann ich verzichten. Okay, ich schmeiß dir mal. Dir, Ivan. Was brauchst du noch? Das brauchst du. Und nochmal einen halben Stack von. Obwohl, den nehme ich lieber nochmal an, vorsichtshalber. Also, ich hab. Stones, okay. Warte nochmal ganz kurz, ich zeig dir mal ganz schnell das Rezept nochmal. Muss ich auch gerade mal nachschauen. Unstable Ingot ist oben Ivan Ingot, in die Mitte das Division Siegel und unten den Dia. Okay. Und bevor ich jetzt frage, warum Christian das jetzt macht, ganz einfach, weil ich hab's oft genug im Singleplayer getestet und ich crafte eindeutig zu langsam dafür. Oben Dia, oder? Oben Eisen, unten Dia, die Mitte Siegel. Okay, wie viel soll ich machen? Wir brauchen 4. 4 okay, Ingots für das Portal. Dann mache ich auch nur 4. Okay. Was? Komm noch mal kurz her. Wieso? Da habe ich jetzt nur 4, dann reicht das alles. Viel Erfolg. Ich habe echt gerade so ein bisschen Pipi in der Hose. Jut. Das stacken die sich nicht. Die stacken sich nicht, das ist ja das Problem. Ey. Größte Scheiß. Warte mal. Warte mal. Ich hab da gerade so eine geile Idee bekommen. Welche? Ah. Ich baue mal dein Grab ab, ne? Ja, ich muss nur gerade mal schauen, welche. Alter, was hast du so alles für eine Kacke im Inventar? Die Kacke, die ich gebraucht habe. Also, eigentlich nicht so viel.